Ja, willkommen hier zur nächsten Partie. Bayern gegen Frankfurt. Und sorry, beim letzten Mal ist FIFA einfach abgeschmiert. Da konnten wir uns nicht mehr verabschieden. Und eventuell passiert das auch in diesem Video und bei den anderen. Nicht, dass ihr euch wundert. Vielleicht hat FIFA gerade irgendwie einen Bug. Milbach auf jeden Fall an der Pfeife. Ich spiele Bayern München. Mucke übernimmt Frankfurt. Eure Tipps in die Kommentarbox. Und auf ultimate-kicker.de könnt ihr die ganzen Statistiken einsehen. Die konnten wir ja beim letzten Video gar nicht zeigen. Plus die Tabelle. Denn da hat jetzt Stuttgart bei uns vorgelegt mit dem 5. Sieg im 5. Spiel. Und Bayern München ist die einzige Mannschaft, die punktgleich nachziehen könnte. Die haben bisher 4 Siege auf dem Konto. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich bin natürlich mit Bayern hier gegen Frankfurt Favorit. Das ist ja klar. Wie viele Tore muss Bayern schießen, um Stuttgart zu überholen? Das weiß ich nicht. Das müssten wir mal nachschauen, wie da die Tordifferenz ausschaut. Aber es wird, glaube ich, nicht so einfach, weil Stuttgart ja alleine 4-0 gewonnen hat. Oh, ich hasse Sonne. Ja. Na, war das abseits? Ja. Abseits, jo. Damit habe ich es aber auch an diesem Spieltag. Ja, ihr müsst euch das, keine Ahnung, es gibt ja auch gewisse Saisons hier bei Freundschaftsspiele, so wie wir das machen. Und Tom hätte sich so gesehen für sich entschieden und wollte dann den Pokal jedes Mal entgegennehmen. Und dabei schmierte das Spiel dann ab. Mal gucken, ob das jetzt wieder so kommt. Deswegen sagen wir nicht umsonst, es kann sein, dass wir gar keine Verabschiedung diesmal machen können, weil EA das Spiel in dem Sinne nicht zählt. Und das heißt, wenn das Spiel jetzt wieder pro Tom ausgehen sollte. Ich habe nichts gesagt. Ja. Oh! Würde er wieder einen Pokal kriegen, dementsprechend könnte es sein, dass das Spiel dann wieder abschmiert, das Spiel wieder nicht gezählt wird. Ja. Und das würde sich dann wie Kaugummi ziehen. Ja. Und der Pass war scheiße. Das wollte ich nur mal angemerkt haben. Aber auf jeden Fall auf ultimate-kicker.de werden wir die Statistik nachreichen. Ja. Das kriegen wir hin. Das sowieso. Da könnt ihr die garantiert sehen, auch wenn das Spiel abbrechen sollte. Oh. Ei. Der ging weit vorbei. Und das war schlecht. Boah, super Parade! Boah! Mann! Leute! Oh, die Ecke war nicht gut. Das ist ja schön. Aber was mir aufgefallen ist, Lewandowski kann noch so gut sein, aber er ist sehr zweikampfschwach. So, die erste ruhige Phase, unruhige Phase, ja genau, Mucke. überstanden. Ich wollte da jetzt nicht wieder zur Halbzeit eine Null stehen haben. Oh, das gibt wieder Gelb. Ja! Goretzka! Ups! Was sagt der Ups? Passiert! Also dann musst du den Scheiß aber aufweichen.
Oh! Oh! Mann, ey. Oh, Leute. Oh, oh. Oh, oi, ey, 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 ey. Richtig so. Nein! Ja! Na, Schwein gehabt. Danke. Ja, jetzt. Dauert zu lang. Der ist weg. Der ist. Nee, da oben. Ich wollte den. Ja, hier Chor wollte ich haben. Schön verlängern. Mann. Nö. Nur doch. Halbzeit. Oh. 1-0 für Bayern München. Was? Ja, das kann er mir natürlich nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, wer hier raus muss. Oh, Gnabry muss raus? Jo. Peris, Tolisso muss raus? Wer schlecht ist, muss raus. Ich habe auch überlegt, Lewandowski rauszunehmen. Ja, doch, ich hätte es machen sollen. Ja, so, der fliegt hier. Alter Ball, ja. Zu weit vorgelegt. Oi. Alter, rennst du mal schneller Richtung Kasten? Lewandowski, vielleicht kann er zumindest flanken? Nö, kann er auch nicht. Was für eine Chancenverwertung hier. Mann, ist das schlecht. Kannst du schon wieder kein Fußballspiel mehr nennen hier? Das geht nicht. Weiter. Oh, herrlich. Ja, der will auch nicht mehr. Oh, bin ich schlecht. Ja, Ewe! Ich verbock das total. Ja, so ist das. Wenn man vorne nicht trifft, dann wird es richtig gefährlich. Oh. Also das war jetzt auch... Jetzt wolltest du mich blamieren, aber bis auf die Knochen. Nein, ich will ein Tor. Trapp, lauf rein.
Halt dich an die Absprache. Ja. Ich krieg hier gerade nichts zustande. Oh. Eben rot gezeigt. Jetzt. Nächster Versuch. Zu überhastet. Einfach schlecht. Aber ab da. Ah, wieder Ticken zu spät. Lewandowski. Der versucht es jetzt mal. Oh! Ja! Oh Mann, ich war doch besser dran, ey. Halt die Klappe. Scheiße. Abseits. Egal, ich hab ein Abseits-Tor. Ja. Na, Abseits, ne? Ja. Ja. Was denn? Oh, ist das hier brutal. Ja. Meinst du, der läuft? Warum ist gar nicht gefallen? Was ist das denn? Gar nicht berührt. Oh, hey. Ja. Oh, die typische Lewandowski-Anläufe, ey. Bah. Nö! Ja! Nein! Oh. Aha. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 18. Leon Goretzka. Neuer Partie. Die Nummer 6. Komm weiter! Ei, gefährlich! Da ist der neue Mann! Hä, warum steht da Thiago? Ich dachte, du hast ihn nicht mehr! Oh, das dachte ich tatsächlich auch! Deswegen musste ich lachen, als ich ihn einwechseln konnte! Was ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Es ist ein Thiago. Mann, sind das hier Fehlpässe immer. Hauptsache, das Spiel bricht jetzt nicht gleich ab. Meine Güte, Gott sei Dank. Also Bayern bleibt immerhin dran. Auch mit 4:0 an Stuttgart und jetzt Daumen drücken, dass das Spiel nicht abbricht. Wenn, ansonsten bis gleich. Ja. Daumen drücken. Nächste Partie im Übrigen Leipzig gegen Hertha. Verpasst das nicht. Ja, es kackt nicht ab. Bis dahin. Es geht weiter. Ja. Ihr seid live dabei. Hier sind die Statistiken. Ja! Yeah. So, also auf ultimate-kicker.de findet ihr natürlich alles noch ausführlicher. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.